So, Leute, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 8. Wo waren wir? Auf dem Schulhof. Ja, was ist los? Der Ballam Garden ist in irgendein Chaos verstrickt worden. Die Ausbilder haben sich gegen die Schüler und die Schüler gegen die Schüler gewendet. Pro Sith, pro Master, what the fuck? Als erstes hauen wir mal diese zwei Schlappschwänze aus dem Ring. Bam! Verrecke! Bam, bam! Zell ist immer noch so schwach, what the fuck? Er kann doch in Stärke koppeln, oder nicht? Ich meine, er ist von Natur aus schwächer wie die Skorle. Er hat auch schwache Waffen, das muss ich auch noch dazu sagen. Ich muss, wenn diese ganze Geschichte hier zu Ende ist, mal ein paar neue Waffen herstellen. Ansonsten sehe ich für die Zukunft schwarz. Yo, Siren Level Up, yay! Hier scheint alles okay zu sein. Wer seid ihr? Wow, wow, wow! Ey, wir sind Freunde. Pro Master oder Pro Sith? Pro Sith natürlich. Nein, Pro Sith. Hab ich doch gleich gewusst. Entschuldigung. Wer ist dieser Master eigentlich? So, muss der einfach sein. Ihr seid also Pro Sith, ja? Okay. Okay. Ja. Von dir bekomme ich eine X-Potion. Yay! Scheiße, jetzt habe ich Schluck auf. Leute, Moment. So, da bin ich wieder. Ich hasse Schluck auf. Oh. Egal, es geht weiter. Ja, ich werde jetzt einfach mal alle Gebiete abklappern. Weil, soweit ich weiß, bekommt man von einigen Schülern etwas geschenkt. Wird zum Beispiel auch die X-Potion. Bis gleich. So, zwei Schmeißfliegen haben gedacht, sie könnten mir in den Popo pieksen. Nein, ganz bestimmt nicht. Ja, in dem Lazarett waren wir ja schon. Wir gehen jetzt mal hier rein. Wo geht's da nochmal rein? Das ist die Mensa. Ich glaube, in der Mensa bekommen wir auch etwas Tolles. Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich keinen Plan. Wie gesagt, wichtige Kämpfe werde ich drin lassen, aber normale Kämpfe werde ich rausschneiden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Bomber. Ich weiß nicht, warum die sich immer aufblähen, aber ich glaube, die haben Blähungen. Ihr seid Pro Sith? Ja. Pro Squall. Hey, ich bin mal pro Cypher, ja? Was soll das? Schon wieder so ein Bomber. Ich hasse Bomber. Ihr seid so schwach und so erbärmlich. Hier kommt ihr nicht weiter. Komm her, du Sau, ich mach dich fertig. Du flüchtest ja immer gleich. Wenn du hier bleiben würdest, ich würde dir deinen Mantel vom Leib reißen. Bang. Ihr seid bestimmt Frauen. Oder Chocobos. Irgendwas versteckt sich darunter, aber keine Menschen. Und weiter. Weiter. Die Kämpfe, die kosten alle nur Zeit, deswegen werde ich sie alle nicht aufnehmen. Danke für die Schützenhilfe. Der Direktor ist aber nicht hier. Wir haben Befehl, Stellung zu halten und so zu tun, als sei er hier. Sie kommen mit Monstern. Wenn sie einen Großangriff starten, haben nicht mal wir Seeds eine Chance. Die Devise heißt, den Feind zerstreuen und ihn einzeln niederschlagen. Oh yeah. Naja, war nicht mein Einfall. Wer war's? Es war Shu. Als das hier anfing, hat sie prompt das Kommando übernommen. Echt? Gibst du mir was? Du kannst noch weiterkämpfen? Joa. Nicht hier. Gib mir was, du Spann. Ah. Hey, willst du ein Stück Brot? Wow! Squall, wie kannst du in so... Xell, wie kannst du in so einem Moment ans Essen denken? Da war doch noch Brot. Hä? Da ist nichts mehr übrig. Echt? Tut mir leid, die sind alle. Oh, jetzt ist Xell traurig. Du hast Xell traurig gemacht. Was für eine leere Konversation. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Gravit erhalten, toll. Ja, hier ist auch wieder kein Mensch. Ich weiß nicht, da hinten in dem Bildschirm, wenn jemand standen müsste. Mir auch egal. Es geht weiter. Was ist hier nur los, Leute? Was ist hier los? Kann ich mit dir Karten spielen? Bleib doch stehen, du Penner. Mann, wieso ist der schneller wie ich, ey? Ach, du rennst hier rein. Bleib stehen! Ach, Mann. Gemeinheit. Ey, normaler Kampf noch. What the fucking bullshit. Bis gleich. Diese genmutierten Riesenpflanzen. Ich hasse sie. Was zum? Seid ihr Prosit? Ach, hier geht's zu meinen Quartieren. Ja, genau. Ich glaube, dort gab es auch etwas. Ja, ja, ich bin mir zwar nicht 100% sicher, aber egal. Was kommt hier? Noch so eine hässliche, fette Raupe. Mann, was willst du?
jetzt? Wieso helft ihr Süd? Wieso stellt ihr dauernd so dumme Fragen? Kann ich euch genauso fragen. Ach egal, ich warte bis Squall dran ist. Yeah, Squall, hau ihn weg. Hau ihn weg! Bäm! Ha, was, du lebst noch? Verdammt! Verdammt! Klebriger Faden. Ach, süß. Du siehst so scheiße aus. Auf. Squall! Jetzt bin ich nur... Oh, stopp! Ich bin gestoppt, die Zeit ist angehalten worden. Bäm! Bäm! Tja, das war's für dich, du Penner. Squall steht da. Alle freuen sich. Scheiß auf Squall. Egal. Wenn er sich nie wieder bewegen kann. Ach was. Kabunkelbash GF HP plus 10%. Yeah. Ist das nicht toll? Ist das nicht toll, Leute? Was lernst du als nächstes? Wie wär's mit HP plus 40%? Ja, das wäre schön. Das lernen wir jetzt. Na, 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 na. Gibt's hier irgendwas? Der bewegt sich immer noch so langsam. Schlafen? Ja, sicher. Ja, sicher. Der ganze Garten ist in Aufruhr. Raketen sind auf dem Weg hierher, die jeden Moment einschlagen könnten. Und der legt sich hier hin und pennt eine Runde. Wie geil ist das denn, ey? Egal. Frisch ausgeruht, geht's weiter ans Werk. Wie geil ist das denn? Wie kann man in so einem Moment an Schlafen denken? Oh, Squall, du bist echt herrlich. Du bist herrlich. Spiel Karten mit mir! Geht nicht. Es gibt ja auch nämlich diese CC-Freaks. CC-Freaks. CC, wieso kommen mir diese Namen so bekannt vor? Aus Code Geass. Oh yeah. Ja, was wollte ich sagen? Die CC-Freaks. Weiß ich nicht, ob sie jetzt auf die Anime-Figur stehen oder ob sie nur so heißen. Du bist Prosit. Wo bist du das wieso? Steht das auf der Stirn? Auf jeden Fall kann man hier mit den Karten spielen. Ich hätte es aber, glaube ich, schon früher machen sollen, aber man kann es, glaube ich, auch später noch machen. Die haben doch einigermaßen gute Karten. Oh, Grendel. The Grendel ist eigentlich kein großes Problem. Der Garten gehört Nork. Wer ist Nork? Ich habe noch nie was von Nork gehört. Ich weiß natürlich, wer Nork ist, aber ich habe Nork noch nie in dem Spiel gehört. Das kann man von dir drawen. Für Feuerer. Ja, schön. Was war da? Dieses Monster ist vom Typ Elektro. Hat nichts auf dem Kasten, aber denkt es hätte was auf dem Kasten. Machen wir mal Eisbach. Na, 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 na. Ach mal. Bäm. Grendel ist aber, ja, sieht cool aus. Grendel. Sieht so ungefähr aus wie dann in Final Fantasy X. Gibt's auch diese Grendel, diese Viecher mit diesen zwei Hörnern auf dem Kasten. Das ist wohl der Urvater von denen. Der hat nämlich auch zwei Hörner, wie man sieht. Der hat viel HP, der Bastard. Na. Squall, schick ihn ins Nirvana. Bäh! Er lebt noch. Er lebt noch. Mit seinem scheiß Hauch da. Was ist, wenn ich Aqua auf ihn caste? Wer ist dran? Oder Aero. Aero, Aero, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Manche sprechen es Aero aus, manche sprechen es Aero aus. Ist ja nicht so wild. Na, okay. Zauber sind in dem Spiel eigentlich doch relativ, ja. Ups. Na, na. Aero! Wow, 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 bam, bam, wow. Ha, ha, ha. Hey, du wurdest durchbohrt von einem Speer aus Wind. Na, 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 na. So, das sollte jetzt aber einen Rest geben. Wir können auch den GF beschwören, aber das habe ich keine Lust im Moment. Okay, jetzt reicht's. Ich werde mal Shiva beschwören. Irgendwann ist auch Schluss mit dem Kasper-Theater hier. Der Typ hat saumäßig viel Punkte. Bäm. Zack. Naja, vielleicht ist er jetzt down. Bäm. Nein. Er will unbedingt Shiva auf den Kopf geballert haben. Ja, ja. Wow, wow, wow. Ja, ist einer der schwierigeren Sorte. Ich weiß nur, dass man von Grendel irgendwas bäm klauen kann. Was man auch für ja, spätere Waffenbauten benötigt. Grendel kommt aber auch als normaler Gegner in der Nähe von Timber. Um genau zu sein, in den Wäldern von Timber. Ja. Was stehlen habe ich jetzt auch noch nicht erlernt. Bam! Stehlen kann man, glaube ich, von Diabolos erlernen. Oh, jetzt ist er zusammengeklappt. Bam! Wenn nicht, dann hätte ich noch Shiva auf dich drauf geboxt. So, sehr schön. Kampfbrocken. Ja, das kriegt man da auch. Und er gibt unter anderem 6 AP. Das ist schon relativ gut für einen normalen Gegner. Ey!
Ist das Direktor Sid? Direktor Sid? Oh nein. Ah, ein Hologramm. Was zum? Erklärt euch. Ist nur ein Hologramm. Sieht richtig echt aus, oder? Ja, wofür ist das? Hey, nimm das mit. Das wird euch nützen. Ein Zelt erhalten. Direktor Sid ist nicht hier. Wofür haben die das Hologramm erschaffen? Hm, wollen die vielleicht die Leute täuschen, oder? Aber dann würden sie sich ja selber in Gefahr bringen. Das ist alles so mysteriös. Und was hat es mit Nork auf sich? Leute, das und viel mehr das nächste Mal bei Let's Play Final Fantasy 8.